Hello, my name is Roy Hummel. I'm a deputy CIO of Vinzenz von Paul GmbH, Schwäbisch Gmünd, Germany. I would like to give you a comment to the role of lay Vincentians in German. Wenn man sich der Frage stellt, wie das vinzentinische Charisma weitergetragen werden kann, ist es unumgänglich, sich auch mit der Rolle von Laien in der vinzentinischen Familie zu beschäftigen. Eine Rolle, die weiter Bedeutung gewinnen wird. Schnell ist man dazu verleitet, mittels restriktiven Handlungsanweisungen, verschriftlichten Werten und tageweisen Schulungen unseren Spirit von Ordensgemeinschaften auf Laieninstitutionen übertragen zu wollen. Dabei stellt sich mir die Frage, ob wir so nicht die Werteessenz in ein allzu starres Korsett stecken, das uns unflexibel in unserer weiteren Entwicklung werden lässt. Und zeichnet nicht auch dies die vinzentinische Familie aus, die Bereitschaft, ihre Werte immer wieder zu prüfen und an die aktuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten anzupassen? Liebe im Herzen zu haben und auf der Zunge, das genügt nicht. Sie muss in Taten übergehen. Diesen Satz hat Vinzenz von Paul so prägnant hinterlassen. Sind also Statuten, Leitfäden der für uns richtige Weg oder braucht es nicht mehr eines Vorlebens? Das Weglegen der Arbeit, weil man spürt, dass ein Mensch das Gespräch jetzt dringlicher braucht, als dass diese eine E-Mail geschrieben werden muss. Lehrt Handeln nicht mehr als niedergeschriebene Worte? Ja, es ist ein Spannungsfeld. Wie übersetzen wir Einzigartigkeit und Würde, Wertschätzung und Herzlichkeit, Wahrhaftigkeit und Einfachkeit so, dass sie spürbar sind, dass sie die Menschen von heute erreichen? Und wie kann diese Übersetzung aussehen, ohne dass sie den Kern unserer Werte verkauft? Die Frage nach der Rolle von Laien in der vinzentinischen Familie wirft essentielle Fragen auf, die zwar auf den ersten Blick nur der Begrifflichkeit geschuldet sind und doch tiefer gehen, vielleicht sogar am Kern kratzen. Wer ist ein Laie der Nächstenliebe und wie wird er zum Profi? Dazu ein Blick in die Wirtschaft. Zunehmend achten Firmen bei Neueinstellungen auf die sogenannten Soft Skills. Abschlüsse werden zweitrangig betrachtet. Denn Wissen kann man sich aneignen. Eine innere Haltung ist schwer zu vermitteln. Für die vinzentinische Familie sind daher zwei Fragen bedeutend, zumindest in einem ersten Schritt. Wie hole ich die Menschen ab, die bereits als weltliche Mitarbeiter das vinzentinische Charisma weitertragen sollen? Und wie wähle ich neue Mitarbeiter aus? Vinzenz von Paul würde, so wie ich ihn kennengelernt habe, dabei weniger auf die Konfession achten als auf den Spirit, den ein potenzieller Mitarbeiter mitbringt. Wen wähle ich aus, wenn der eine auf sein Einkommen verzichtet hat, um seine Eltern selbst zu pflegen und konfessionslos ist? Und der andere zwar getauft, jedoch kein Engagement seinen Nächsten gegenüber zeigt? Ich möchte auf ein Beispiel verweisen, das ich in meiner Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal in Deutschland, und das meine ich bewusst, sowohl beruflich als auch privat erfahren durfte. Mich als Laien hat die Gemeinschaft emotional gefangen, als ich gesehen habe, wie sie mit anderen Kulturen, mit anderen Glaubensgemeinschaften und partnerschaftlichen Ausrichtungen umgeht. Jede Begegnung ist auf Augenhöhe, zugewandt, weltoffen, wohlwollend und den anderen akzeptierend. Das hat mich mehr gelehrt, ja mehr inspiriert, als es ein Leitfaden könnte. Das sind Buchstaben, festgezurrte Wortkonstrukte, gemauerte Ansinnen. Was ich sehe, spüre, das ist mir wegweisend. Zukunft braucht Geschichte. Gleichzeitig muss die Frage lauten, wie muss Geschichte heute erzählt werden, damit sie gehört wird? Sie wird gehört, indem wir sie leben, was einer täglichen Auseinandersetzung mit uns selbst bedarf. Sie wird gehört, indem wir über zeitgemäße Medien kommunizieren. Sie wird gehört,
wenn sie in der Sprache des Gegenübers erzählt wird. So wie Zukunft Geschichte braucht, braucht Bestehendes Übersetzung. Schauen wir nach Egenberg in Graz in Österreich, wo Pfarrer Pucher in seinen Predigten die Tageszeitung zur Hand nimmt, um christliche Geschichte mit aktuellen Themen zu verknüpfen. Wo er in der Corona-Zeit eine Möglichkeit gesucht hat, für die Menschen einen Zugang zum Gottesdienst zu schaffen und mit über 80 Jahren Live-Übertragungen über das Internet realisiert. Wo er Weltliche beruft, um seine Nachfolge in der Pfarre fortzuführen und so letztendlich die Pfarre selbst in diesem Stadtteil. Vielleicht sollten wir daher weniger überlegen, welche Rolle Laien in der vinzentinischen Gemeinschaft spielen, sondern vielmehr, wie wir als vinzentinische Familie, unabhängig des Hintergrunds, gemeinschaftlich die Fortführung unserer Werte aufrechterhalten können. Jeder mit seinen Stärken und Fähigkeiten.